3, 2, 1, los! Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play SAMP LYD. Genau. Und zwar haben wir jetzt herausgefunden, dass es so einen geilen Beruf gibt, der nennt sich Autodieb. Und das macht hammermäßig viel Spaß. Deswegen werden wir jetzt vor allem früh um 8. Ja. Wo andere Schule haben. Eine unmenschliche Zeit. Ich stehe auf dir! Nein, du fährst hinter mir. So, wir dachten uns, wir fahren jetzt ziemlich mal zum Autohaus, wo wir auch unsere Autos gekauft haben. Da können wir nämlich erstmal die Tasten zuspammen. Da können wir nämlich da stehen immer Autos rum. Ja, und da knacken wir uns einfach eins. Wir könnten uns auch das Motorrad hier nehmen. Alter, der hat Low Heel. Ja, komm jetzt mit. Alter. Bei Low Heel, das ist so eine Sache. Da muss man einfach angreifen. Durchgreifen. Vergreifen. Ah, ich hab mich verfahren. Ich bin hier runtergefallen. Hab bitte Mitleid mit mir. Dann lass dich verfahren und du bist nicht... Oh. Alter, du wirst aber wissen, wo es zum Auto ausgeht. Nein. Im Ernst? Ach, das ist am Underman Server Noobiespawn. Genau. Und das weiß ich, wo es ist. Epic City. Ja, und das weiß ich, wo es, glaube ich, ist. Soll ich den mit Low Heel töten? Nein, Mann, dann bekommst du Wanted. Aua! Ich hab schon 4! Ich habe übrigens 2 Wanted. Eigentlich 3. Ich habe nämlich jemanden getötet. Und zwar wollte uns jemand ausrauben, den habe ich dann getötet, deswegen habe ich Wanted bekommen. Sicher. Weil ich habe jetzt einen Waffenschein und ich habe einen Motorradschein. Und wir gehen vielleicht bald in die Gang, das kommt drauf an. Du hast keinen Motorradschein. Doch, habe ich gemacht. Wann denn bitte? Vor ein paar Tagen irgendwann mitten in der Nacht. Gut, Sherry. Ich habe was gefunden, was uns gefallen könnte. Wo bist du denn? Ich kann mich verfahren. Wo bist du? Sag. Niklas. Ich komme zum Nubispawn, okay? Zum... Weißt du, zum Billigautohaus. Ja. Da wäre sowieso kein Auto gestanden, nur meins. Hast du kein Benzin mehr! Ich wollte gerade Motorrad knacken und es gehört niemandem und deswegen kann ich es nicht knacken. Ich hab da was gesehen. Ja, aber hier ist kein Auto, das wir knacken können. Wo bist du denn gerade? Oh, wenn das klappt! Wenn das klappt! Wo bist du? Ich komm gleich zu dir. Jetzt sag, wo bist du, Mann? Man kann die Autos von der Polizei nicht knacken. Ich wollte gerade, das ist doch das LSPD, glaube ich. Ist ja vor Auto knacken. Ja, warte, ich komm zu dir. Nein. Ich weiß, ich bin bei der steht. Stadthalle. Ja. Hallo. Komm mir nach. Ich weiß, wann es steht. Was soll wo stehen? Wo ist dein Auto? Dein Fahrrad. Da habe ich verloren, als ich in die Grube gefallen bin. Hier stehen welche. Okay, du fährst. Ja, warte. Nicht knacken. Warum nicht? Weil einer ist. Ist das wieder dieser dumme Stefan? Na. Welches Auto ist denn am hochwertigsten? Das hier. Sieht gut aus. Wir können auch drüben das Motorrad noch machen. Ja, du kannst ja immer nur einmal aufbrechen. Ja, man muss ihn wieder ausloggen. Dieses Fahrzeug gehört keinem Spieler. Oh, wie nervig. Ja, lass das Motorrad machen. Ich glaube nicht, Niklas, komm schon. Sag ja, es hat funktioniert. Da ist der mit unserem Truck! Ich war vorbeigefahren da hinten, die wo wir geknackt haben. Lass mich mal an, das Fahrzeug gehört keinem Spieler. Ja. Oh, der Tank ist leer. Warte mal, was ist hier mit? Das gehört keinem Spieler. Ja, YOLO. Also kannst du dich aufknacken. So, komm mit. Wir müssen zum Autohaus. Du kannst den Motor nicht starten, da du der Fraktion nicht an. Hier am Autohaus stehen keine. Ach, nicht? Nee. Müssen wir wieder zu dem Dings hin. Weißt du, wo wir gerade waren? Mit dem Stefan da. Ja, lass sie da hingehen. Ich brauche ein Auto! Ich hab Fahrrad. Ja, ich brauche... Warte mal auf mich.
Kann ich irgendwie mit aufsteigen? Ich schau mal, ob ich noch irgendwo. Nein, kannst du nicht. Ich schau mal, ob ich noch irgendwo eins finde. Also hier ist. Das sieht man ja auf der Karte die Punkte, ne? Praktisch. Hä, ja, ist das. Da. Hier ist doch ein Golfwagen auf jeden Fall. Ja, das wär's. Oh, der ist vielleicht 1000 wert oder so, Mann. So, wir brauchen jetzt was richtig geil, mal 100k, Mann. Hier stehen Autos rum. Wo hier? Hier steht ein Motorrad rum. Mal gucken. Das ist eine Energie 500. Aber du so, kannst oh nicht, du guckst dich jetzt Fraktion an. Wir müssen irgendwelche Privatnot finden, die irgendwo abgelegen stehen. Oder an der Stadthalle. Ja, da wäre eine Idee. Da steht aber nur eine Sanchez. Ja, YOLO. Ich werde hinauf. Da haben, okay, wir auch bei dem, da haben wir auch. Da steht jetzt Johnny Gambino, den wir ausgeraubt haben, beziehungsweise versucht haben. Kommst du endlich? Ja, ich bin da. Hier die Sanchez. Da fährt gerade einer. Ja, Gollo. Ich stehe einfach ganz unauffällig daneben. Versucht, ein Fahrzeug aufzubringen. Bitte. Ja. Danke, ich steig mit G auf. So, fahr! Schnell! Bevor der es merkt. Weil ich glaube, das war einer von denen. Es geht nicht schneller. Du könntest doch mal versuchen, langsamer zu fahren. Dabei bekommen wir nie 100k. Ja. Ich hatte vorhin was richtig geiles, aber 150k oder so. Ja. So ein Hubschrauber oder so. Ja, ohne Pilotenschein oder so. Machen wir halt den. Oder so. Ja, und wie denn bitte? Kann man doch am Flughafen machen. Echt? Ich glaube schon. Kanada. Das alte Ding. Wir laufen dann später mal zum Strand. Ich glaube, da stehen auch noch ein paar Privatfahrzeuge. Saal. Fahr schneller! Geht nicht. Ich kann mich nicht nach vorne pushen, weil du mit hinten drauf hockst. Und das macht so fett. Nee, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Da müsste ich mich ja nach hinten lehnen. Wenn du was damit. Ach, ich habe keine Ahnung, ganz im Ernst. Das Leben ergibt einfach keinen Sinn. Oh, wir haben nur noch 20 Liter. Was, nur noch 20 was? Liter. Tank. Ja, das reicht schon. Oh. Was, oh. 20 Liter. Fahr jetzt! Denkst du, wir schaffen den Airport-Jump? Nein, schaffen wir nicht. Fahr lieber außenrum. Ich hoffe, das Beste für uns. Bevor er das checkt und sich ausloggt. Checkt das. Kann man sich zu einem Car teleportieren? Das schaffen wir mit dem. Alter, komm, lass probieren. Das schaffen wir, ja! Jo, das schaffen wir! Oh, Mann, oh. Wenn du den Shop dann auch annimmst, dann machen wir das ja, zu zweit, Geld, okay? Bringt. Dann nehmen wir immer zwei. Mhm. Ist das so cool, dass es Geld zurückbringt. Und denk jetzt immer an die Aufnahme, jetzt kannst du nicht mehr einfach Slash Q machen. Ja. So. Ja, das sind wir, wo ich mir gedacht habe. Das zeigt dir automatisch an. Jetzt bist du dran. Fahrzeug wurde verdachtet. Für? Oh, 250. Alter. Dollar bei Payday. Ich hab gedacht, bekommt man was dafür. Ja klar, am Payday. Ja, 350. Das ist ja gar nichts. Wir müssen was richtig Geiles knacken. Alter, 350 ist echt scheiße wenig. Der hat der Zoll mehr gekostet.
Ja! Du hast einfach $50 Verlust gemacht. Auf jeden Fall. So, lass mal in das F ein bisschen umgucken. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo Autos. Ja. Oder so ein Zug wäre doch cool. Hast du einen Zugschein? Ein Ziehschein. Mich wundert es, dass man keine